Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Xavier am Start am Sound of War Samstag mit Community-Beschwörung. Yes! Ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie so mega gehypt. Ich freue mich auf heute. Wir haben einiges vor. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fucking 10 Accounts. Holy shit, also auf jeden Fall 2 Parts. Vielleicht auch 3. Also, das ist echt extrem. Also ich muss es schon vielen absagen. Also als allererstes, wir müssen, ich muss euch 3 Sachen sagen. 3? Ich weiß nicht. Ich sollte mal vorher zählen, bevor ich sowas sage. Ich muss euch ein paar Sachen sagen. Sagen wir es einfach mal so. Als allererstes, bitte, schreibt mir keine Mail mehr. Es geht nicht mehr. Mein Mailfach platzt. Alles ist voll. Ich komme da gar nicht mehr klar. Und dann kommen welche in Spam-Ordner. Und ich weiß nicht. Es geht nicht. Bitte nur noch Anmeldungen für die Beschwörungen über Line. Mein Line-Name steht unten in der Beschreibung, in den Kommentaren. Aloch X. So, zum letzten Mal gesagt. Ich werde sowieso immer irgendwann nochmal sagen. Dann, ihr müsst euch nicht Sorgen machen, dass ich euch ignoriere oder so. Wenn ihr irgendwas zu Beschwörungen schreibt, also wenn ihr irgendwas Vernünftiges zu Beschwörungen schreibt, werde ich euch antworten. Aber ich antworte euch normalerweise nur donnerstags und dann natürlich dann freitags, wenn ich aufnehme und so Kleinkram. Aber im Laufe der Woche habe ich keine Zeit und gucke nicht die Nachrichten an. Also habt Geduld, wenn ihr Sonntag schreibt, müsst ihr bis Donnerstag warten. Ansonsten, ja, bitte nicht. Es kamen wieder sehr, sehr, sehr viele Fragen. Sind die Monster gut? Ist das ein gutes Team? Kannst du meine Runen angucken? Das geht nicht, bitte nicht. Also mein Line-Fach platzt auch. Und diese Woche haben sich 30 Leute angemeldet. 30. Ich habe jetzt schon, ich wollte eigentlich nochmal ein ruhiges, kurzes so. 4 Leute, das wäre so entspannt und mit 10 ist es schon viel zu viel. Aber ich musste schon sehr vielen Leuten absagen. Ich finde es natürlich wahnsinnig cool. Also nicht wahnsinnig, also ich finde es wirklich toll, dass so viele sich melden und wirklich für mich sparen und mir vertrauen. Also das finde ich toll, aber es geht nicht. Also das ist jetzt schon heute sehr, 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 sehr viel. So, das war's dazu. Heute machen wir Sturmbeschwörungen. Letzte Woche Schnee, heute ist draußen leider so ein fucking Sturm, also es ist mega windig, echt extrem. Zum Glück bin ich jetzt im Haus, im Warmen, heute ohne Kakao. Wir haben hier, ist das ein Totenkopf? Und hier steht Pinkman, okay. Ja, also ich habe heute keinen Kakao. Das war so lustig. Also okay, nach der eine Satz, dann fangen wir mit den Beschwörungen an. Jetzt frage ich, frage mich, warum das immer so ewig dauert. Das liegt daran, dass ich so lange quatsche. Was wollte ich denn jetzt sagen? Achso, es war so lustig. Beim letzten Video habe ich ja den Kakao getrunken. Wie viele von euch wirklich bei dem Video auf Pause gedrückt haben und dann runtergerannt sind oder wo auch immer in die Küche gerannt sind oder so und haben sich einen Kakao gemacht. Oh mein Gott, ich fand's so cool. Also dieses Mal kein Kakao, dafür habe ich heute Kekse. Meine Lieblingskekse. Ja, das sind so, ich wollte schon sagen, das sind braune Kekse. Sind Kekse nicht immer braun? Das sind so, wie soll ich das sagen, die sind so rund, also so runde. Und unten ist Schokolade und oben ist dann, naja, so ein kleiner Berg, also... Die sind so wie so eine halbrunde Kugel. Halbrund, meine Güte. So eine Kugel in der Mitte durchgeschnitten, unten natürlich dann flach und oben ist das dann so kugelförmig. Und dann sind da so kleine Schokoladen. Naja, Linien. Ich hoffe, ihr versteht das. Und unten drunter ist natürlich auch Schokolade. Ich liebe die. Ja, aber die esse ich euch nicht vor, das mache ich heimlich. So, wir fangen an mit den Sturmbeschwörungen bei Melis. Und wir haben 2 Light and Dark, 1 Legendary, 2 Wasser, 2 Feuer, 2 Wind. Oh. What? Ich wusste nicht, dass du so viele hast. Ich darf ganz entspannt beschwören. Vielen Dank an der Stelle übrigens natürlich auch viele Grüße an dich. Sie braucht einfach nur Food. Ich hoffe trotzdem auf irgendwas Gutes. Und beim Ifrit hoffentlich Theo und ansonsten wenigstens Tessarion. Ich hoffe, diese Woche wird gut. Ich bin sehr gespannt. Wir gehen in Channel... Wir wollen es heute ruhig haben. Wir gehen in Channel 12, okay? So, dann
Let's go. Diese Woche, wir sind noch jungfräulich mit den Schriftrollen heute. Es geht los. Die erste ist immer schlecht. Nein, also, ich habe schon Galeone hier gesehen und ich sehe, wie heißt sie, Delphoi. Wenn der erste Blitz irgendein Crap ist, packe ich die Monster ein Stück weg. Dann nervt das, dass die da drüber laufen. Dann will kein gutes Monster rauskommen. Ich hoffe, dass irgendwas Gutes kommt. Ich habe gestern das... Nope. Galeone, du musst leider in den Wald und du, Delphoi, du musst auch in den Wald. Ich gucke mir gleich auch mal die Monster an. Ich bin sehr gespannt. Also sie hat keine Wünsche zu... Also keine Fragen zu Runen oder Tipps zu Monstern oder so. Aber ich möchte mir trotzdem mal angucken. Ich find's blöd, wenn so... Also es gibt ja so verschiedene... Also okay, sagen wir es mal so. Ich liebe eigentlich die Videos von... Also natürlich liebe ich die Videos von YDCB, das ist keine Frage. Aber ich liebe auch eigentlich die Videos von Ju. Aber die Beschwörungen in letzter Zeit sind bei ihm so... Naja, mehr Accounts, also ist natürlich nicht schlimm. Also der bekommt auch Millionen Anfragen und versucht natürlich so viele wie möglich glücklich zu stimmen. Aber es sieht so aus. Beschwörung. Kein einziger Satz mehr zu einem bestimmten Monster und... Na, ich find's schade, wenn man einfach nur diesen Knopf drückt. Das kann man auch selbst machen, deswegen... Die meisten mögen es. Ich glaube, die Leute, die mich jetzt noch gucken, die wissen, dass das zu mir gehört. Aber ich quatsch gern dann auch noch ein bisschen über die Monster. Und ich versuche euch dann ja natürlich Tipps zu geben. Also das ist ja so 2-in-1. Leute, die Fragen zu Runen oder Monster haben, die ihre Accounts gerne mal im Video sehen wollen. Die sparen einfach 10 Schriftrollen. Und dann rede ich auch über die Runen und über die Monster und versuche euch Tipps zu geben zu Teams. Kämpf ab und zu mal in der Arena. Ja, ich mag das, dass wir so das ein bisschen... Naja, das dauert dann zwar natürlich länger, aber dann haben wir ein bisschen mehr als nur dieses Beschwören hier. Und wenn nur Mist rauskommt, dieser Lich läuft jetzt da drüber. Nein, Lich, geh weg. Ah, und Rina. Geht weg. Ich will irgendwas Gutes. Please. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, jetzt steht der Lich genau in der Mitte. Ist klar, dass da keine hübsche Frau rauskommt. Wer will denn bitte zu einem Lich kommen? Ja. Ich soll ganz entspannt beschwören, aber... Wir haben bisher nur einen Blitz gehabt und das war ein Lich. Schlimmer kann es nicht werden, oder? Ach komm, bitte komm, Thors. Sei nett zu den Leuten. Ich war schon wieder so... Na, ich war schon wieder... Ich habe schon wieder so kurz überlegt, so... Na, wenn du heute was Gutes ziehst, vielleicht beschwörst du auch wieder, aber nein. Heaven spart jetzt. Ich muss erstmal wieder sparen, ich habe viel zu viel Food im Lager. Und warte auf mein Necro-Team, dafür muss ich natürlich beschwören, aber ich farm jetzt erstmal weiter Runen. Taurus, gab's mal im Hall of Heroes, so. Keine Frauen wollen kommen. Melis, das ist deine Schuld. Weil du hier einfach so einen mega Wald gemacht hast und die Monster einfach... nicht wissen, wo sie sich hinsetzen sollen und kommen dann zu der einzigen freien Stelle da bei diesem Beschwörungsportal. Ich würde sagen, wir machen bis 80 bei den Monstern oben und dann machen wir Light and Dark, Legendary und so Stuff auf. Holy shit, please! Komm, Thors, Channel 12 bringt uns keinerlei Glück. Noch 3 Stück. Taurus ist natürlich gut, aber naja, gab's Hall of Hero und ich hab ihn auch. Das macht das Monster direkt schlechter. Nein. Wir sind bei 80. 2 Blitze. Okay, dann machen wir Light and Dark. Komm, Blitze. Blitze. Amara. Nicht schlecht. Mara ist nicht schlecht. Ja. Gegen Revive Teams ist die ganz nice. Manche mögen die. Ah, jetzt haben wir da so einen dummen Drunken Master draufstehen. Und ihn. Na. Drew hat den als Sixstar. Ich bin nicht so begeistert von ihm. Egal, Legendary, let's do this. So, jetzt kommt... Es kommen keine Blitze. Oh! What the fuck? Oh, shit. Okay, wartet mal ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz kurz. Okay, wartet. Ich war erstmal so ein bisschen... Ich hab's schon... Ich habe spät reagiert. Es lag daran, dass ich irgendwie gedacht habe, da kommt ein Fake Magic Knight raus. Ich weiß nicht warum. Die blaue Farbe hat mich irgendwie abgelenkt. Aber
So, ich weiß, viele Leute haben sich aufgeregt, dass ich beim letzten Video, als ich den gezogen habe, gesagt habe, na, Chao ist nicht so gut, auf jeden Fall nicht in Late Game Arena. Und ich weiß nicht, wie du ihn nutzen kannst. Und haben viele Leute gesagt, Chao ist voll gut, was willst du, du dummer Heaven? Jeder hat eine andere Meinung zu Monstern, aber Chao wurde fucking gebufft. Und ja, der ist ziemlich gut. Also Chao ist mit diesem neuen Buff ziemlich gut. Also ich finde ihn jetzt Arena Endgame tauglich. Er ist jetzt nützlich. Er ist gut geworden, deswegen Grats, Legendary. Aus dem ganzen fucking Mist Food haben wir endlich einen 5-Star gezogen. Ich hoffe, sie hat keinen. Sie hat keinen Chao, oder? Oh, so cool. Ah! Das tut ja noch mehr im Herzen weh. Also ich meine, dass ich ihn bekomme, ist sehr unwahrscheinlich, aber wow. Ich sehe sehr schicke Monster. Auf jeden Fall, Grats zu deinem Chao. Jetzt ist er wirklich nützlich. Ja, jetzt ohne Witz. Also ich finde Chao jetzt gut. Nice. Grats. So. Machen wir weiter. Wasserschriftrollen. Ziehen wir direkt deinen Chao-Bruder. Nein, wir wollen nicht zwei Chaos ziehen. So, Achso, also ich sag ja eigentlich immer, kauft keine Feuerwasser-Windschriftrollen. Lohnt sich nicht. Gibt eure Gildenpunkte oder Arena-Punkte für andere Sachen aus. Und da haben wir manche geschrieben, die kaufen die gar nicht. Die bekommen die vom Weltenboss. Habe ich natürlich nie beachtet, weil ich da noch nie etwas bekomme. Ganz ehrlich, beim Weltenboss, das Beste, was ich jemals bekommen habe, waren 5 Beschwörungsstücke für eine Legendary oder sowas. Naja, das war ziemlich nice. Ich würde sagen, mal Steine darf ich auch, oder? Alles. Ah, nichts. Aber wir haben Chao. Da müssen wir jetzt Sachen ins Lager packen. Ich sperre mal Chao. Grats, also das, also für, wenn der Typ vom letzten Mal noch zuschaut, dem ich den Chao gezogen habe, jetzt ist der nützlich. Ich hoffe, du hast ihn nicht verführt. Also wenn ich sage, gefällt mir nicht, heißt das nicht, dass ihr das gleiche denken müsst. Und bitte auch nie ein 4-Sterne- oder 5-Sterne-Monster verfüttern, wenn ihr euch nicht ganz, 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 ganz sicher seid. Ich hafte dafür nicht. So, wir packen, wen haben wir denn gezogen? Den, na, die zwei Monster sind nicht so toll, aber egal, ich pack mal hier ein paar Sachen ins Lager, so. Passt, oder? Wir haben nur 18 Stück. Das waren nicht 18. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, wir haben gar nicht genug Platz. Haben wir genug Mana? Das wird knapp. Ich würde sagen, sagen wir, oh, jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. Wir machen mal Ifrit. Oh, yes, please. Theomas Tessarion. Theomas Tessarion, bitte nicht AK, bitte nicht AK. Ja, es ist... Ah, nein, nein. Es tut mir leid, es tut mir leid. Also, ciao, aber... AK, hast du schon einen? Ja, es tut mir so leid, es tut mir leid. Oh no. Soll ich sagen, mit meinen 3 Theomas, aber lieber 3 Theomas als 3 Arkas. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir sehr leid. So, wir machen mal weiter. 18 Stück. Wir haben nur noch 14 Platz, wenn ich das richtig sehe. Wir machen einfach so, bis noch ein guter Blitz kommt. Oder wenn ein schlechter Blitz kommt, hören wir auf. Ein Blitz wird noch drin sein, ich hoffe es. Aber es fängt schon sehr gut an. Sturmbeschwörungen. Erster Account, net 5-Star. Ich bin begeistert. Von dem Akamamir nicht so. Aber ciao, durch den Buff. Orochi. Ja. Ja, nicht schlecht. Manche wünschen ihn sich. Für ein Speed Giants Team auf jeden Fall nützlich. Ich weiß nicht, ob sie ihn braucht. Aber heute sind auch welche auf der Liste, die sich Orochi wünschen. Ich hoffe, dass die Leute dann auch einen Orochi bekommen. Wir machen noch die letzten auf. So, wir machen bis 99. Bis 89. Wir haben ja gar nicht so viel Platz. Die letzte. Dann hast du 5 noch für dich. Als Trost für deinen AK. Weil ich, naja. Also, AK, das ist schade. Das tut mir jetzt leid. Wir müssen jetzt tauschen. Eins so, dann packe ich den AK darüber.
Und dann packe ich noch den Orochi rüber. Ach, Mara können wir auch noch tauschen. Mara ist ganz nice. Also, wenn man sie gegen Anti-Revive-Teams, also gegen Revive-Teams baut, ist sie ziemlich nützlich. Also nicht auch Light und Dark Monster nicht verfüttern. Alle drei Sterne-Monster Light und Dark nicht verfüttern, die nicht farmbar sind. Also eine zweite Bella oder so könnt ihr natürlich verfüttern. So, dann packe ich noch den rüber und pack den hier rein. Meine Güte, das lädt wieder so heute. Ich weiß nicht warum. Eben lief alles flüssig. Jetzt lädt es ein bisschen. Ich hoffe, dass der Akku heute klappt. So, das war's jetzt bei dir, Merlis. Ich hoffe, also Food haben wir dir gezogen. Die 4 Sterne waren, naja, hauptsächlich nicht so toll. Dafür aber ein 5-Star. Früher oder später bekommst du deinen Ifrit. Ich weiß, das ist ärgerlich, aber früher oder später, ciao, seltener. Immerhin hast du jetzt dafür einen Ersatz. So, wir sehen uns in einer Sekunde beim nächsten Account wieder. So, wir sind jetzt bei Whisper. Ich frage mich, warum die Videos so lange dauern oder warum das am Ende so, warum das so ganz viele lange Videos sind. Logisch, wenn ich bei einem Account, für einen Account 17 Minuten oder so brauche. Egal, so, wir sind bei Whis. Er hat ein, ich habe jetzt gedacht, er hat so 10 oder so. Okay, viel. Wir haben 41 Mystische. Er freut sich über jedes 4 Sterne und 5 Sterne Monster. Das Beste darf ich runen. Wir gehen wieder in 12. Hat uns ja letztendlich dann doch Glück gebracht. Nicht mit den 4 Sternen. Aber immerhin mit einem Net 5. Jeder Account Net 5 Star kommt aus heute. Wie wär's? Ist das in Ordnung? Du hast mir keine Foie gegeben. Dann schenk wenigstens den anderen allen Net 5 Star. Wäre ein cooler Deal. Wäre ein cooler Deal, wenn ich dann trotzdem noch eine Foie bekommen würde. Bald. Demnächst. Demnächst im Kino. Heaven bekommt eine Hua. Nein, es tut mir leid. Was wollte ich Ihnen sagen? Achso, ich fahre mir jetzt die ganze Zeit dann wieder Dragon Speed 10. Die ganze Zeit. Meine ganze Energie. Galeone ist natürlich jetzt 6 da. Der ist so Level 23 oder so. Ich habe noch nicht weiter gelevelt. Ich habe meine Energie dann sinnvoll ausgegeben für Dragons. Also um Runen zu farmen, damit meine Monster besser werden. Ich will nämlich endlich jetzt so Bella möchte ich fertig machen. Also manche Monster kann ich noch nicht fertig machen. Also zum Beispiel meine Theomas möchte ich auf Gewalt Wille ruhen. Ist ja bei mir noch auf Gewalt Rache. Das heißt, ich kann ihn nicht vollständig irgendwie fertig machen, dass ich nie mehr an die Runen gehe. Nächster Orochi. What the hell heute? Normal, also ich habe ihn noch nie irgendwo gezogen und heute zweimal direkt. Aber Bella zum Beispiel möchte ich auf Gewaltrache ruhen oder ist bei mir auf Gewaltrache und das bleibt auch für immer so. Das heißt, wenn ich dann die perfekten Runen für Bella habe, dann bleibt er so. Also er. Ja, ich sag immer sie oder beziehungsweise ja. Das ist auch voll doof, Bella. Na egal. Also ich versuche jetzt die ganze Zeit weiter Runen zu farmen. Habe heute Morgen eine sehr schicke Rune für Theomas bekommen oder Camilla. Wer auch immer, sehe ich dann beim nächsten Rune Removal. Sehr schick. Also natürlich 2-4-6er sind am seltensten, zum Beispiel eine Legendary Gewalt HP Rune in Slot 6 mit Speed Substat. So selten habe ich noch nie im Leben gesehen, aber ich habe eine Slot 1er Rune bekommen, also ganz oben Attack 6 Star Gewalt, oh nice Reviver, ziemlich gut. Ja, also eine Slot 1er Attack, also das ist immer Attack Gewalt. Das ist nicht so nice. Eine Gewalt 6 Sterne Rune mit Substats, Speed, Crit Rate, Crit Damage. Sehr schön. Wenn es eine Legendary Rune wäre, dann noch am besten Attack drauf, aber man kann es ja auch übertreiben. Aber sehr schön. Also, ich habe die noch nicht aufgewertet, das mache ich dann erst am Rune Removal Day. Ich spare mir meinen Mana gerade. Aber über so Runen freue ich mich. Dann habe ich letztens eine Gewalt 6 Sterne. Nein, das war Rache, oder? Rache-Rune, ja, Rache, Slot 6, 6 Sterne HP-Prozent Rune bekommen. Oh, ah, okay, Gott sei Dank. Der ist nice, aber ich wollte schon sagen, ich möchte Aquila. Nein, das ist Draco, auch nice. Also das sind schon mal bessere 4 Sterne Monster als eben. Dafür natürlich ciao. Aber er wünscht sich, was habe ich denn gesagt, über jedes Net 4 Sterne oder 5 Sterne Monster. Ja.
Habe ich das richtig gesagt? Über jedes Net 4 oder 5 Sterne Monster, ja. Da haben wir schon ein paar und das Beste soll ich damit Runen ausstatten. Weiß noch nicht, was ich da... Oh, ganz ehrlich, ich mag die Kung Fu Girls langsam. Und Wasser-Kung Fu Girl finde ich ziemlich nice. Die kann man nämlich auch in Dragons benutzen. Oh, ich wollte schon fast kaufen. Die, also ich mag die. Ich finde die gar nicht so schlecht, wie viele behaupten. Also viele sagen ja, Kung Fu Girl, die kann mit vernünftigen Runen ziemlich krass procken und sehr stark sein. Alle Kung Fu Girls, also jetzt sage ich schon selbst schon, alle Kung Fu Girls, Gewaltrache. Attack, Crit Damage, Attack oder Speed, Crit Damage, Attack. Je nachdem. Aber lieber dann Attack, Crit Damage, Attack mit Speed Substats. Außer ihr habt keine gute Attack-Rune für Slot 2. So, wir sind fertig hiermit, oder? Mehr haben wir nicht. Nein, Steine lasse ich, hat er nicht so gesagt. Dann gucken wir uns das mal an, was er so hat. Wir gucken uns allererst mal in den Shop. Also, das waren schöne 4-Sterne-Monster. Oh, er war eben drin. Ich hoffe, ich habe ihn nicht rausgeworfen. Wir haben einen Wir sehen hier vorne einen Feuersalamander. Darf ich euch präsentieren? Feuersalamander Yun. Mit einem... Ist das eine Katana oder sowas in der Hand? Ja, okay. Feuersalamander, alles klar. Aber nice Shazoon. Also, ich sehe schon schicke Monster. Als nächstes würde ich an der Vero-Fusion arbeiten. So, wen haben wir bekommen? Einmal sie. Ich sehe bei dir... Das sind... Na gut, die kannst du als... Ja, die hast du als Attacker, okay. Das ist ja... Ja, okay. Ich bevorzuge dieses Kung-Fu-Girl vor ihm. Hier die zwei... Also sie kann auch ganz gut sein. Also manche benutzen auch die Wasser-Sukubus-Frau, Tante, wie auch immer. So, also wir haben Kung-Fu-Girl. Okay. Okay, dann... Dann ist die Sitzung abgelaufen. Ich habe ihm extra geschrieben, also, dass ich jetzt aufnehme. Wenn ihr mich rauswerft, kann ich leider keine... Oh, mein Bildschirm wird schon schwarz. Kann ich leider dann nicht das machen, was ihr machen wollt. Also, ich hätte jetzt gerne noch das Monster geruhnt. Das musst du jetzt leider selbst... Also, normalerweise sollte man nur 2-4-6er kaufen, aber... Speed Substat ist immer sehr nice und die ist günstig, aber natürlich kaufe ich die jetzt nicht, also ich meine, du brauchst keine Endure-Rune. Wir machen dafür mal den Wunsch und ich guck mal kurz bei meinem iPad, ob ich bei mir in den Shop kurz gucken kann, kurz mal gucken, ob ich eine mystische drin habe. Was bekommen wir hier? Mana, nicht schlecht. Heaven öffnet sein iPad, so. Ich gehe mal ganz kurz. Wir sind bei... was haben wir hier? Spiri X Kuhn, viele Grüße an dich. Wir wünschen uns... Ich wünsche ihm... Nein, er hat gesagt, er wünscht sich ein gutes Net 4 Sterne Monster. Ja, kannst du definitiv gebrauchen. Und danach Tipps für ein Team und Runen. Alles klar, dann Channel 12. Ja, wo sind wir? So, Channel 12, willkommen. iPad, geh an. So, bla bla. Einloggen und wir beschwören. Wünscht mir jetzt Glück, drückt mir die Daumen. Habe ich. Ich habe gerade... Okay, also erzähle ich euch... Oh, ich muss was umstellen. Eine Sekunde. So, ich bin wieder da. Natürlich war nichts im Shop. Nur Mist. Ich habe was Neues mit der Arena probiert. Also, ich habe was komplett Neues getestet und das sage ich euch dann nächste Woche. Ich weiß noch nicht, Montag, Dienstag oder Donnerstag. Ein Video davon wird auf jeden Fall mit der Arena zu tun haben. Ein Video geht um... Also in einem Video... Oh, Gretz, Assassin. In einem Video testen wir wieder ein Monster. Und ein Video ist ein Guide. Also seid gespannt, es sind wieder drei verschiedene Videos. Arena, Guide und Monster Spotlight. Ich freue mich auf alle drei. Deswegen musste ich mal kurz in meinen Account reingucken, damit ich in der Arena, naja, da muss man so ab und zu mal reingucken, da, wenn ihr versteht, wenn ich euch sage, was ich da gemacht habe, versteht ihr, was ich jetzt meine. So, wir sind jetzt aber hier, wir haben, was hat er denn gesagt, ein gutes Net 4 Sterne wünscht er sich, haben wir schon bekommen. It says this is nice, vor allem für, also jetzt, oh, Pierrette auch nice, nicht für mich jetzt, it says this. Aber Anfänger, die an einem Giant Speed 10 Team arbeiten,
können mit Assasis gut arbeiten, beziehungsweise haben es dadurch einfacher. Also Assasis, zwei Möglichkeiten. Ich denke nicht so Arena und Gildenkämpfe, nicht so Assasis. Aber, wow, schon wieder Blitze. Na, nicht so mein Fall, der Taurus. Aber auf jeden Fall, Assasis TOA, ja. Aber Giant Speed 10 für Anfänger, sehr, sehr, sehr gut geeignet. So, letztes Schriftrohr. Also ich meine, das waren 15 Stück. Drei Blitze, das ist ziemlich nice. Ich darf alles, oder? Ja, alles. Steine, Blitze? Na, na. Aber Channel 12 ist meint's gut mit uns heute, denke ich. Also ein Net 5-Star, erster Account. Ansonsten, na. Der kann, der ist in Ordnung. Sagen wir es mal so, wir gucken uns den gleich an. Aber ansonsten, schöne, hey. Hey, auch an dich. Haben wir schöne, schöne Sachen bekommen. So, wir gucken uns das mal kurz an. Also, wir haben... ich meine, Barretta hast du ja schon. Das ist sehr gut. Den würde ich dir auch empfehlen, zum 5-Star zu machen. Und dann später auch zum 6-Star. Was haben wir denn? Wir haben einmal den Wasser-Taoist. Na, nicht so ganz mein Fall. Manche mögen ihn, aber die wenigsten. Feuer-Pierrett kann ganz nice sein. Und Assasis lege ich dir ans Herz. Die ist sehr schön für Giants Heaven. Reiß dich mal zusammen. Ich kann gar nicht mehr reden. Die ist wirklich schick. Mit ihrem Schild hilft die. Dann healt die noch. Und dann kann die auch noch stunnen, wenn du die auf Qual runst. Assasis würde ich dir auf Qual Speed, HP, HP mit Accuracy, Substats und so definitiv ans Herz legen. Die ist sehr gut. Also, Tipps zu Runen und Teams. Also natürlich dann Assasis, habe ich ja gerade gesagt. Wir haben hier, wen haben wir denn als Team? Kommt drauf an. Am besten sagst du mir dann dazu, für was du ein Team brauchst. Das unterscheidet sich natürlich immer, ob du ein Dungeon-Team oder ein Arena-Team brauchst oder Gildenkämpfe oder was auch immer. Ich würde dir aber sagen, erwecke die zwei. Wenn du die benutzt, würde ich die erwecken. Ansonsten Malaka ist schön, Fatal Focus, Attack, 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 das ist so in Ordnung, Accuracy 42 sollte natürlich dann so am besten 50 sein, aber das sieht gut aus, also Malaka hast du schön geruhnt, dann Bella haben wir, oh Gewalt schon, Speed, HP, oh, okay, für Gewalt, ich wollte schon sagen, Speed ist ein bisschen low, aber dafür, dass sie auf Gewalt ist, eher, ist das in Ordnung, wird natürlich mit der Zeit gesteigert, ich würde... Wenn du bald bessere Gewalt- und Rache-Runen bekommst, dir empfehlen, versuch mehr Speed zu bekommen und dringend mehr Accuracy. 12% ist zu wenig. Er ist in Ordnung für dein Level, gefällt mir. Sieht aus, als guckst du meine Videos, sind die richtigen Runensets. Wir haben ja auch Tempo, Speed, HP, Accuracy. Schön, schön. Also die Rune ist natürlich auf plus 0, deswegen haben wir nur 8%. aber naja, also sieht gut aus und hier haben wir, oh, 60 Tempo, nice, finde ich gut, also Runen sind top bei dir für dein Level. Jetzt zu Teams, naja, Malaka kannst du natürlich damit mit Soa nehmen, damit du mit dem dritten Skill dann die Buffs von den Gegnern entfernst, falls die eine Chloe dabei haben oder sowas. Ansonsten könnte ich dir noch Bernard, Malaka, Rogue und Bella empfehlen. Ist auch ein schönes Team. Oder ich benutze Megan und Bernard zusammen, zum Beispiel immer in der Arena, und dann Rogue und Bella. Ich meine, für ein Low-Level ist das ein Fast-Arena-Clear-Wings-Clear-Dingsbums-Team, damit ich die Gegner einfach in 30 Sekunden zerfetze im Automodus. Du kannst natürlich auch Malaka mitnehmen. Also ich meine, bei Low-Level-Spielern sind kaum Verus vorhanden oder Chloes oder Immunity, deswegen kannst du auch gut Zeitbomben auf die draufsetzen und dann haben die Gegner ein Problem, weil die nicht entfernen können und dann sterben die einfach. Also das sind so meine Vorschläge für die Teams. Die anderen siehst du ja dann bei meinem Low-Level-Account, wie ich mit denen hier arbeite. Ansonsten, ja, solche Sachen ins Lager packen, hat er das gesagt? Nein. Haben wir denn Platz im Lager? Ich guck mal kurz. Und Assays ist dann für Dragons. Na, wir haben nicht genug Platz. Ich lass die dir mal hier, okay? Du warst ja heute noch gar nicht drin. Ich lass die, oder? Soll ich doch?
Soll ich? Haben wir genug Mana? Ja. Ich kauf mal einfach den Platz. Früher oder später wirst du sowieso den Platz kaufen, von daher. Für die Leute, die das im Video sehen wollen, die will ich ja natürlich nicht spoilern. Und der hier kann ganz in Ordnung sein. Der dritte Skill ist gerade nicht da. TOA Stage irgendwas, die kann ganz hässlich sein, wenn ihr da mit dem falschen Team dran geht. Wir gucken uns den kurz an. Und dann gehen wir zum letzten Account für die erste Folge. So, quatschen. Wir haben viel gequatscht, aber das gehört dazu. So muss das sein. Wir haben Drogon. Ich habe den Account, den Namen noch nie gelesen. Hier, letzter Fluch. Im Moment des Sterbens richtet 33% deiner Max-HP als Schaden beim Angreifer an und stört die AP-Regeneration Erholung für eine Runde. Das ist nice. Also ich finde den, also nicht Six-Star, aber man könnte mit ihm ein bisschen Fun haben. Wenn der Gegner zu doof ist, fällen die daran. Vor allem so Early Game oder so. Naja, dann sehen wir uns gleich beim letzten Account für Part Nummer 1. So, wir sind jetzt bei Haribo. Haribo, an der Stelle, ich muss mich entschuldigen bei ihm. Er hat sehr, sehr, sehr lange gewartet und trotzdem gespart. Deswegen danke, dass du so lange gewartet hast. Es lohnt sich, wenn ihr Geduld habt, kommt ihr ins Video. Wir haben 21 mystische Steine auch hier. Alles, auch Ifrit. Wenn ihr sagt, Ifrit auch beschwören, dann sagt mir am besten, was ihr euch wünscht. Ich denke, das ist der erste Ifrit. Deswegen, Theomas wäre am besten. Wir gehen wieder in Channel 12. Also bisher, ich kann mich nicht beschweren. Wir haben bei allen Accounts ein oder zwei vernünftige Monster bekommen. Sind wir endlich in 12? Jetzt. Also, es gab schlechtere Raids. Vor allem 15 mystische, 3 Blitze. Wow. Wow. So, wir fangen mit Feuer an. Zyros. Ich wäre vom Stuhl gefallen, wenn er jetzt wirklich einer drin gewesen wäre. Dann jetzt Light and Dark. Blitze. Ach, verdammt. Ich hatte noch nie irgendwie bei mir... Grads. Nice. Nicht verfüttern. Nicht verfüttern. Basalt. Richtig gut. Lumi aus meiner Gilde benutzt Basalt in Dragon Speed 10. Ansonsten Basalt sehr, sehr, sehr gut für TOA. Auf jeden Fall behalten. Also, ich meine, bis 36, da brauchst du ihn noch nicht unbedingt. Aber Basalt ist... Viele High-Level-Spieler sind jetzt neidisch auf dich. Also Basalt ist ziemlich, ziemlich gut. So, let's go. Oh. Es fängt direkt... Habe ich gut gesagt? Es fängt direkt... Verdammt an, die ist, die Sylph, also, oh, ich sag besser nichts dazu, und ist das, Fake 5-Star Orion, aber, ganz ehrlich, also Grats, also, nicht RIP, sondern Grats, also, Orion, ich hätte mich so gefreut, du hast ihn erweckt, und Orion ist mega, also, für dein Level noch nicht so hilfreich, aber Endgame... Wow, Orion hat mich heute im Gildenkampf einer fertig gemacht. Theomas, Orion und, was war? Iona. Fucking Bullshit war es. Orion. Der immer der erste Skill, der hat alle zwei Turns hier Harmless Pranks gemacht. Alle. Der kam immer, ist so gesprungen mit seinem Ball und dann prockte der wieder und dann wieder gesprungen und dann hat er wieder das hier eingesetzt, hat mich gestunt und Defense Breakt jede Runde. Und dann Theomas, bam, bam, und dann Iona, wenn Theomas weg war, wiederbelebt und dann nochmal geprockt und geheilt. Also Orion, nice, ich bin eifersüchtig, den werde ich sehr gerne, auch als Fake 5-Star. Es fragen jetzt immer ab und zu wieder Leute, was meine ich mit diesen Fakes. Also das ist eigentlich ein 4-Sterne-Monster. Und es kann auftauchen, dass die als 5-Sterne-Version dann schon erweckt auftauchen. Normalerweise ist das traurig, weil man natürlich dann auf ein 5-Sterne-Monster hofft. Der ist auch nicht schlecht. Was wollte ich sagen? Aber natürlich gibt es dann auch gute Monster. Wie jetzt zum Beispiel ein erweckter 5-Star Lucian oder so. Ist mega nice. Erweckter 5-Star Orion wäre für mich auch ein Traum. Also ich meine, da muss man ihn nicht zum 5-Sterne-Monster machen. Und man hat ihn schon erweckt, weil, naja, Essenzenfarm ist manchmal ziemlich nervig. Vor allem, was wollte ich sagen? Vor allem ist ein Fake 5-Star besser als gar kein 5-Star und nur so ein 3-Sterne-Monster. Also Orion ist nice. Also
Ja, Orion ist ziemlich. Orion ist OP momentan. Endgame Arena Gildenkämpfe. Natürlich für dich jetzt. Ich weiß nicht, ob du so viel Spaß mit ihm haben kannst. Aber auf jeden Fall bist du. Kriegst du die Endgame-Monster, so Basalt, Orion. Auf jeden Fall nicht verfüttern. Nie im Leben, bitte nicht. Verfütter nicht Orion, um ein anderes Monster zum Sixter zu machen. Behalt ihn. Vielleicht ist er ja ganz lustig mit deinem Level. Kann man auch in der Arena benutzen. Also hast schon mal auf jeden Fall ein Monster fürs Ende. Das ist. Der ist richtig krass. Also Orions sind echt extrem. Und das ist jetzt ein Fake 4-Sterne-Monster. Also ein Pinguine sind 3-Sterne-Monster. Das ist, der ist dann in der 4-Sterne-Version mit, also erweckt. Also das ist dann auch nicht schlecht, vor allem für Low-Level-Spieler, Early-Game-Spieler, weil es natürlich dann einfacher ist, Monster zu 5-Stars, 6-Stars zu machen, weil es dann schon fertiges Food ist. So, Steine 2. Hoffentlich hier nicht noch ein Orion. Nee, und keine Blitze. Schade. Egal, Ifrit. Theomas, please, 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 please. Please. Ah, Tessarion, oder? Ah, Arka. Ah, heute ist nicht so der Tag für Ifrit. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ihr versteht mich auch nicht falsch. Arka ist nicht schlecht. Nur man braucht das perfekte Team. Also man braucht ein Team, das mit ihm arbeitet, damit er wirklich sinnvoll ist. Für Early-Game-Spieler ist natürlich am besten ein Theomas, weil der in jeder Situation einfach helfen kann, weil es ein Damage-Dealer ist, der gegenüber jedem Element im Vorteil ist, was ihn natürlich OP macht, für Anfänger vor allem. Und natürlich ist er auch im Endgame sehr gut, also man sieht überall Theomas, aber der wäre am besten. So, der ist ganz nice, die nicht so. Aber ansonsten, Orion, naja, Grats. Also, tauschen wir, ich gebe dir irgendwas anderes, du gibst mir deinen Orion. Ich pack die mal so ins Lager und haben wir, oh, Basalt, ja, Basalt auch, sehr, sehr, sehr schön. So, das war's mit Part 1, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Der Sturm legt sich langsam, aber ich bin mit den Besprechungen bisher zufrieden. Wir sehen uns dann gleich in Part 2 wieder. Haut rein, Freunde, bis gleich.